In diesem Video geht es darum, wie ich zu einer Grammatik, zu einer kontextfreien Grammatik, ganz schnell einen Kellerautomaten bauen kann. Die Kellerautomaten waren ja das zu den kontextfreien Sprachen gehörige Automatenmodell und deswegen sollte es ja möglich sein. Und das gucken wir in diesem Video an. Die Idee der Konstruktion ist eigentlich relativ einfach. Was wir machen wollen ist, wir starten mit einer Grammatik und wollen so einen Kellerautomaten bauen. Und dieser Kellerautomat, der soll in seinem Keller quasi die Ableitung, die wir in der Grammatik machen würden, simulieren. Und bei dieser Simulation gibt es zwei Fälle. Erster Fall ist, dass ich ein Terminalzeichen oben auf dem Keller liegen habe. Dann würde ich einfach das Symbol auf dem Keller gegen die Eingabe matchen, weil da muss es gleich sein. Und die andere Möglichkeit ist, ich habe ein Nicht-Terminal obendrauf, dann würde ich eine Produktion anwenden und diese Produktion, die würde ich nicht deterministisch raten. Diese Produktion würde dann entsprechend wie bei der Ableitung auch einen neuen Eintrag auf dem Stack erzeugen. Gucken wir das am besten einmal am Beispiel an, wie das aussehen könnte. Wir starten einfach mal mit so einer Grammatik. Das ist die Grammatik, die hier in diesem grauen Kasten ist, diese hier. Und diese Grammatik, wenn Sie scharf hingucken, erzeugt die alle Wörter, die Palindrome gerader Länge sind. Das heißt, die Sprache, die wir hier betrachten, ist die Sprache W, W hoch R, wobei W aus AB Stern ist. Und offensichtlich ist das hier unten, unser Eingabewort, ist das in der Sprache drin. Und wenn das in der Sprache drin ist, dann muss es ja auch irgendwie ableitbar sein. Und das geht auch tatsächlich. Wir würden ja mit dem Startsymbol anfangen. Dann würden wir das Startsymbol ersetzen durch ASA, weil wir wollen ja genau das Wort haben, was da steht. Und dann im nächsten Schritt würden wir das S durch BSB ersetzen, weil der zweite Buchstabe ja ein B ist. Das heißt, wir wären dann im nächsten Schritt bei A, B, S, B, A. Und danach soll das S ja raus, das heißt, wir würden die Epsilon-Produktion anwenden und hätten A, B, B, A abgeleitet. Also genau das Wort, was wir haben wollen. Und jetzt müsste man ja quasi durch Vergleich, sieht man auch, dass die beiden Worte gleich sind. Genau das, was wir jetzt per Hand gemacht haben, das ist das, was der Kellerautomat jetzt auf seinem Stack tun soll. Und dazu kodieren wir einfach die Produktion der Grammatik, die wir hier stehen haben, die kodieren wir einfach in Transition des Kellerautomaten. Also wir nehmen diese Produktionsregeln und kodieren die 1:1 in die Transition des Kellerautomaten. Weil diese Transitionen sind genauso aufgebaut, die lesen nichts auf der Eingabe, können aber das Groß S zum Beispiel durch ASA ersetzen, genau das, was die Produktion hier auch tut. Das ist der einzige Teil, der sich jeweils ändert bei unserer Konstruktion. Der Rest des Kellerautomaten, das ist die gute Nachricht, der bleibt immer gleich. Der ist nämlich unabhängig von der Grammatik. Also dieser Teil hier oben und die Zustände, das ist alles unabhängig von der präzisen Wahl von G. Also das Ding ist unabhängig von G. Das ist unabhängig, abhängig von G. Gucken wir das Ganze mal genauer an. Was tut er zuerst? Im Zustand Q0, das Erste, was passiert, ist, das Startsymbol wird eingekellert. Weil wir machen hier diesen Übergang und ersetzen dann unseren Bottom-Marker durch das Startsymbol gefolgt von dem Bottom-Marker. Das heißt, wenn wir diese Transition nehmen, haben wir unser Startsymbol, mit der wir die Ableitung starten wollen, auf dem Keller drauf. Nächster Schritt ist, wir müssen eine Produktion raten. Und wir raten entsprechend die entsprechende Transitionsregel, die genau die Produktionsregel nachahmt, die wir auch per Hand gemacht hätten. Das heißt, das ist die Transition, die das S durch ASA ersetzt. Und wir haben dann auf dem Stack ASA liegen. Jetzt ist oben auf dem Stack ein Terminalzeichen. Wenn das ein Terminalzeichen ist, heißt das, das Zeichen, was ganz oben auf dem Stack liegt, ist ja quasi das, was ganz links hinter in dem Wort stehen wird. Das heißt, da können wir schon anfangen zu matchen, weil dieses Zeichen hier muss auf jeden Fall das erste Zeichen unseres Wortes sein, damit quasi Wort und abgeleitetes Wort und Eingabewort, damit die hinterher übereinstimmen.
Und das machen wir hier in dieser Regel. Da matchen wir einfach das A aus der Eingabe gegen das A auf dem Keller. Dann kommt er raus, das A, und wir haben nur noch das S oben drauf liegen. Jetzt müssen wir wieder eine Produktion anwenden. Wir wenden natürlich die Produktion an, die wir auch per Hand angewendet hätten, also ersetzen das S durch BSB. Dann haben wir BSB auf dem Stack. Jetzt ist wieder ein B ganz oben. Das war jetzt quasi das zweite Zeichen. Das wäre das ganz linkeste Zeichen, was wir noch nicht gematcht haben und was ein Terminal ist. Und deswegen matchen wir es jetzt gegen die Eingabe. Nach dem Matching ist es weg. Eingabe zum 1 weitergerückt. Und wir haben jetzt das S oben drauf wieder. Jetzt letzte Produktionsregel anzuwenden. Und da hatten wir bei der Anwendung per Hand, hatten wir das S durch Epsilon ersetzt. Und das macht jetzt hier der Kellerautomat auch. Der ersetzt das S durch Epsilon, kommt also raus. Und jetzt kann er einfach weiter matchen. Also wir matchen jetzt das B gegen das B auf dem Stack und das A aus der Eingabe gegen das A auf dem Stack. Jetzt ist der Keller leer bis auf den Bodenmarker. Das heißt, wir sehen den Bodenmarker wieder. Und wir haben außerdem noch alles gematcht. Das heißt, das Wort, was wir in der Eingabe haben, entspricht genau dem Wort, was wir quasi mithilfe der Produktion abgeleitet haben. Und deswegen gehen wir dann in einen Endzustand, in dem Falle Q2. Vorteil bei dieser Produktion ist, dass die wirklich absolut immer funktioniert. Kellerautomaten können teilweise mal so ein bisschen problematisch bei Sonderfällen sein, die man beachten muss. Sobald man aber einmal eine kontextfreie Grammatik hat, kann man quasi im Schlaf immer diesen Automaten konstruieren, weil da müssen nur die Produktionen 1:1 übertragen werden. Der Rest bleibt immer gleich. Deswegen ist das quasi die idiotensichere Variante. Gucken wir diese Variante nochmal allgemein an. Allgemein soll die Konstruktion so funktionieren, wir starten mit einer kontextfreien Grammatik, konstruieren uns einen PDA. Dieser PDA hat genau drei Zustände, genau wie wir es gesehen haben. Und zwar immer, völlig egal, wie die Grammatik aussieht. Zustände sind Q0, Q1, Qf. Das Eingabealphabet ist genau das Alphabet der Grammatik. Ist ja logisch, weil die Buchstaben, die wir quasi ableiten wollen, was wir halt ableiten wollen, darf nur aus Terminalen bestehen, sind genau die Buchstaben, die als Eingabe zulässig sind. Unser Kelleralphabet ist etwas größer, weil auf dem Keller machen wir die Produktionen nach. Das heißt, da erlauben wir alle Nicht-Terminale der Grammatik, alle Terminale der Grammatik und noch ein Sonderzeichen, was nirgendwo anders vorkommt, ein frisches Zeichen. Und das ist unser Bodenmarker. Muss deswegen auch ein frisches Zeichen sein, damit das da keine Interferenz mit den Ableitungen oder sowas geben kann. Initial sind wir in Q0 und wir haben diesen Bodenmarker da drauf und akzeptierender Zustandsmenge ist die Menge, die das QF enthält. Gucken wir die Transition noch einmal genauer an. Am Start, die erste Transition, die ist immer gleich. Das ist die Transition, die einfach das Startsymbol auf den Keller legt. Die ganz am Ende, die Transition, das ist die, die guckt, ob der Bodenmarker gefunden wird und falls ja, in den Endzustand übergeht. Die ist auch immer gleich. Dritte Art von Produktion, die matcht einfach die Terminal. Wenn ein Terminalzeichen das Keller-Top-Zeichen ist, dann matchen wir das gegen die Eingabe, weil dann müssen die ja gleich sein. Wir haben ja nicht deterministisch, also immer richtig, geraten, wie die Produktion aussieht. Und dann muss natürlich die Eingabe auch gegen die Produktion matchen. Also gegen die Satzform matchen, die wir produziert haben, soweit. Und das Einzige, was sich immer ändert, das ist tatsächlich der letzte Teil. Da geht es darum, dass wir einfach die Produktionen kodieren. Das heißt, wenn ich in der Grammatik so eine Produktion habe, die A ersetzen kann durch B1 bis Bn, wobei B1 bis Bn jetzt beliebige Terminale, Nicht-Terminale sein können, dann mache ich einfach eine Transition dazu, die genau das Gleiche erlaubt, im Zustand Q1. Wir lesen nichts aus der Eingabe und können ersetzen das A durch B1 bis Bn. Und das war es schon. Das ist das Einzige, was jedes Mal neu dazukommt oder was jedes Mal neu geändert werden muss, wenn man einen solchen PDA konstruiert. Gut, damit haben wir zwei Sachen gesehen. Erste Sache, die wir gesehen haben, ist, dass es prinzipiell möglich ist, zu jeder kontextfreien Grammatik einen PDA zu bauen. Und die zweite Sache, die wir gesehen haben, ist, dass diese Konstruktion auch noch sehr einfach ist und auch hilfreich ist, wenn man wirklich mal einen PDA konstruieren möchte.